Ich denke, die könnte man theoretisch noch schaffen und dann hüpfen wir in Dishonored rein. Und hallo, herzlich willkommen bei Game 2. Das Sommerloch kommt unaufhaltsam auf uns zu und nur Game 2 hat die ultimative Waffe, um es aufzuhalten. Einen Blumenstrauß voller schöner Themen, die ihr vielleicht noch gar nicht auf dem Zettel hattet. Die ihr noch nicht auf dem Radar habt. Genau. Außerdem haben wir das Remaster von Luigi's Mansion 2 in der Sendung. Den Anfang macht aber Super Monkey Ball Banana Rumble. Wenn man den Klamauk weglassen würde, wären die Berichte sicher kürzer und mehr nach meinem Geschmack. Ja, Jesse Ball, dann könnten wir auch GameStar gucken, wenn du es trocken haben willst. Ne? Aber es ist natürlich Geschmackssache. Ich mag den Klamauk, ich mag den Witz und die Videos, die sie dazu drehen. Das gehört halt zu Game 2. Auf sachlichere Ebene gibt es natürlich andere Plattformen wie GameStar etc. Aber das ist nicht meins. Also ich finde GameStar gut, wenn man News und so sich reinziehen will, aber so, ich mag halt diese trockenen Reviews nicht, ne? Ich mag diesen Humor und ich mag auch viele von den Rocket Beans, die hinter dem Team stecken und ja, bei GameStar sind mir die alle zu furztrocken, ganz ehrlich, also, da gibt es niemanden, den ich feiere, also von den Personen her, ne? Von ihrem sachlichen Inhalt sind sie gut. Aber ich will so Videos gucken, wo mich auch die Personen größtenteils interessieren. Und da sehe ich eine absolute Flaute bei GameStar. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das sieht auf den ersten Blick wie ein simples Geschicklichkeitsspiel mit Affen in Kugeln aus. Aber vielleicht steckt da noch mehr hinter diesem harmlosen Primaten. Markus ist der Sache auf den Grund gegangen. Super Monkey Ball. Klassiker. Unglaublich. Was ist denn unfassbar? Ich spiele nur dieses unglaublich kranke Game und also, was hier passiert, das ist wirklich. Also. Was passiert denn da? Ist doch nur ein Affe in einem Ball. Ja, guck doch mal hin, siehst du das denn nicht? Das ist ein Skandal. Ich sehe da keinen Skandal. Ja, gut, da braucht man wahrscheinlich detektivische Skills dafür, um diesen Fall zu lösen. Da bist du wahrscheinlich der Falsche für. Doch, das bin ich. Ich werde den Fall lösen. Es war ein unscheinbarer Dienstagmorgen, als ich den Auftrag erhielt, Super Monkey Ball Banana Rumble auf den Grund zu gehen. Ein vermeintlich harmloses Spiel, bei dem man kleine Primaten in Bällen über ein Parcours lotsen muss. Ah, moin. Moin. Indem man den Boden bewegt. Ähnlich wie bei diesem antiken Holzspielzeug ist Geschicklichkeit und ein hohes Maß an Koordination gefragt. Ich wusste, ich habe dieses Ding immer gehasst. Ich war so schlecht drin, dieses Kugellabyrinth. Dass ich genau der richtige Mann für diesen Job war. Genau der das. Der sogenannte Abenteuermodus sollte mir einiges an mentaler Stärke abverlangen. Anfangs waren die Level noch ein Kinderspiel. Innerhalb weniger Sekunden manövrierte ich die bunten Bälle mit Hochgeschwindigkeit ins Ziel. Es fiel mir leicht, dabei nicht nur meine persönlichen Bestzeiten immer wieder zu unterbieten, sondern auch noch massig Bananen auf... Ich habe das nie gespielt, das gab's ja früher schon, ne? Habe ich nie gezockt. ...den Kursen einzusammeln. Ich erhielt dabei sogar regelmäßig Auszeichnungen für meine außerordentlichen Leistungen. Selbst die besonders trickreich platzierten goldenen Früchte nahm ich ohne Probleme im Vorbeirollen mit. Ich war unaufhaltsam. Und dann fingen die Affen an, dreckig zu spielen. Wippende Böden, hüpfende Kugeln, unsichtbare Plattformen, schmale Bambuswege, straffe Zeitlimits oder Kuchenhügel, die ein gezieltes Geradeausrollen nahezu unmöglich machten. Boah, das sieht ja voll anstrengend aus, ganz ehrlich. Ich dachte, da würde ich nur rumfailen. Das Spiel versuchte wirklich mit allen Mitteln meine Ermittlungen zu sabotieren. Und mit den schier unüberwindbaren Bogenbrücken in Kombination mit den hinterhältig platzierten Bumpern in der Ozeanuswelt hatten sie es auch endlich geschafft. Ich kam an meine Grenzen. Diese Mistkerle! Mit so einer Gegenwehr hatte ich nicht gerechnet. Irgendwas sollte da ganz klar vertuscht werden. Und Markus? Für den GameCube. Wie läuft's mit dem Beitrag? Fragte Tim ganz naiv, ohne zu wissen, welche perfiden Machenschaften ich dort auf der Spur war. Hallo. Alles okay bei dir? Tim wirkte gereizt, aber auch etwas nervös. Hat er eventuell wichtige Informationen verheimlicht? Steckt er vielleicht sogar mit drin? Ja, okay, dann
gehe ich wieder. Sag Bescheid, wenn du wen brauchst für den Multiplayer. Multiplayer? Das klang wenig vielversprechend, aber ich musste jeder noch so kleinen Spur nachgehen. Ich konnte natürlich niemanden trauen, also wagte ich mich alleine in die brutalen Mehrspielerwettkämpfe gegen bis zu 15 Bots. Der erste von 5 Modi schien zunächst wie ein stinknormales Rennen, entpuppte sich aber als schreckliches Gemetzel. Mit einer Vielzahl an Waffen und Power-Ups beschossen sich die Affen, um sich einen Platz an der Spitze der Hackordnung zu sichern. Ich wollte nicht auffliegen, also verlor ich natürlich absichtlich. Eine recht lange Spielreihe. Konnte ich wenig verdächtige Aktivitäten. Ich sehe schon, warum ich die Spielreihe ignoriert habe. Zwei Teams rasen eine Bahn hinunter und sammeln dabei Punkte, indem sie durch Ringe rollen. Bei der Bananenjagd kam dann die wahre Intention der Affenbande ans Licht. Wer innerhalb des Zeitlimits die meisten Bananen sammelte, gewann. Vom Himmel fielen staudenweise Bananen, die sich alle gierig in die Tasche steckten. Es war ein abartiger Sammelrausch. Ich musste hier weg. Doch der nächste Modus kostete mich fast mein Leben. Zu Beginn einer Runde bekam ein zufälliges Äffchen eine Bombe angeheftet. Wenn diese nicht vor Ablauf der Zeit weggegeben wurde, ging sie hoch und nahm seinen Träger direkt mit. Widerwärtig. Ganz klar ein Auswahlprozess, um die stärksten und skrupellosesten Affen für den Clan zu finden. Im letzten Modus Roboschmetterer konnten sie dann direkt beweisen, wie weit sie für die Gang gehen, indem sie unschuldige Roboter möglichst gewaltsam zerstörten. Kleine, große, goldene. Alle Maschinen mussten dran glauben und das alles nur für ein paar Punkte. Vandalismus, Diebstahl und sogar Mord. Diese verdammten Affen machten offenbar vor nichts Halt. Doch wofür das Ganze? Im hauseigenen Bandenshop konnten sich die Affen jedenfalls fast nur wertlosen Krempel mit ihren verdienten Punkten kaufen. Eine Sonnenbrille, ein lustiger Hut, verdammt sogar eine Polizeiuniform. Diese Schweine hatten absolut keinen Respekt vor dem Gesetz. Ich musste diesem Wahnsinn ein Ende setzen. Ich beschloss, einen eher ungewöhnlichen Schritt zu gehen. Ein alter Kollege empfahl mir mal eine geheime Seite im Darknet namens Wikipedia. Ich versuchte mein Glück. Zunächst fand ich nichts Ungewöhnliches. Japanischer Originaltitel Super Monkey Buru Banana Ramburu. Entwickler Ryugaku Toku Studio? Moment mal, sind das nicht die Entwickler von der Yakuza-Reihe? Verdammt, okay. Die japanische Unterwelt hatte also auch ihre Finger mit im Spiel. Es wurde verdammt gefährlich, aber mir blieb nichts anderes übrig, als noch tiefer in die geheime Affengesellschaft einzutauchen. Ich warf noch einmal einen genauen Blick auf die verdächtige Affenbande. Ihr Anführer trug den Codenamen Ai Ai, an seiner Seite seine Freundin Mimi. Ihr gemeinsamer Sohn, alle nannten ihn nur Baby, war sogar auch bei den Gangtreffen dabei. Selbst er wurde dazu gezwungen, bei den Todesrennen in schwindelerregenden Höhen teilzunehmen. Und das nur, weil er 5 von 5 Bananen im Bereich Bremsen hatte. Ekelhaft. Dann waren da noch die Handlanger Gongon, Yanyan und der Doktor, Gongon spielt auch mit. Waffenentwicklung zuständig war. Wie aus dem Nichts stieß jemand Neues zur Gruppe hinzu. Eine junge Affendame namens Palette. Was für ein lächerlicher Name. Hier stank etwas ganz gewaltig. Sie gab vor, ihren Vater zu suchen. Der war ein Schatzjäger und würde angeblich wieder auftauchen, wenn sie die legendäre Banane findet. Die anderen Affen leckten schon gierig ihre Mäuler und zögerten nicht, ihr bei der Suche zu helfen. Diese Banane musste von unfassbarem Wert sein, wenn sich die Primaten dafür freiwillig in Lebensgefahr begaben. Selbst die Gala-Familie, ein weiterer krimineller Tierclan, hat es auf die legendäre Banane abgesehen. Sie schien im Zentrum von allem zu stehen. Das ist mal eine Story, ja? Also kann man alles andere vergessen. Legendäre Banane war der Schlüssel. Okay, jetzt muss ich alle Hinweise nur noch miteinander verbinden und der Fall ist gelöst. Also die, wo Monkey Ball spielen, ich glaube, die interessieren sich null für die Story, oder? Die wollen doch einfach nur da rumfetzen oder kugeln. Ich finde, manche Spiele brauchen nicht wirklich eine Story, oder? Ich weiß nicht. Und vor allem brauchen sie nicht so eine Story. Jetzt muss mal Chima auftauchen. Also als Easter Egg.
Okay, du wirst nicht glauben, was ich alles rausgefunden habe. Die Yakuza haben sich die legendäre Banane nur ausgedacht, damit die Affen möglichst viele Bananen sammeln. Und die Bananen werden dann von den Yakuza auf den Schwarzmarkt in Japan vertickt. Und wir wissen ja, wie teuer Obst in Japan ist. Aber damit hört es noch nicht auf. Hast du dich schon mal gefragt, wohin denn die ganzen Affen verschwinden, die da andauernd runterfallen? Nein. Ja, die sterben erstens. Und dann werden sie ausgestopft und in Crane Game Automaten in ganz Japan gesteckt, womit die dann noch mehr Kohle machen. Stimmt, die konnte man in den Yakuza Spielen, kann man die an den Greifautomaten, konnte man die sich immer rausziehen. Jetzt, wo ich die gesehen habe. Aber das geht noch bis ganz, ganz oben, denn China und die USA stecken da auch noch mit drin. Die Affenfrau da heißt Mimi. M-E-E. Und wir wissen ja, wofür M-E-E steht. Nein. Für das Ministry of Ecology and Environment in China. Yan Yan, rückwärts gesprochen, nee. Das hat man natürlich gerne im US-Senat benutzt, um Nein zu sagen. Aber wenn wir uns jetzt mal genau die Ohren der Affen anschauen, dann sehen wir da so ein Spiralmuster. Markus, was soll denn dieser ganze Quatsch hier? Ja, aber ich sollte herausfinden, was mit Super Monkey Boy nicht stimmt. Nein, du solltest einfach nur ein Review machen, Mann. Das habe ich doch nur gesagt, weil ich keinen Bock hatte, das Spiel zu zocken. Und du hast jetzt die ganze Zeit verschwendet hier mit riesigen Affeneiern und unserem Charlie. Ganz normales Review sollte ich machen? Ja. Ja gut, also... Die Welten sind abwechslungsreich, angenehm herausfordernd und lassen vor allem genug Spielraum, um durch Skill und Abkürzungen an den eigenen Bestzeiten zu schrauben. Der Dash ist eine sinnvolle Ergänzung, die das klassische Gameplay aufwertet. Der Multiplayer-Modus sollte sowohl online als auch offline für ein paar nette Stunden sorgen, haut aber sicherlich niemanden um. Alles in allem ein solider Affenballteil. Fans greifen wie immer zu, alle anderen spielen Probe. Ah, danke. Super. So, und den ganzen Scheiß kannst du jetzt wieder mitnehmen. Und wehe, du schreibst dir das als Arbeitszeit auf. Moin Leute, ich habe euch ein paar... Das war jetzt ein gutes Beispiel dafür, dass man aus einem sehr mittelmäßigen bis eher uninteressanten Spiel einen guten Bericht machen kann. Also hätte die GameStar über dieses Spiel berichtet, wäre ich wahrscheinlich dabei eingeschlafen. Aber no front, ich weiß, sachliche Reviews sind auch was Gutes, ne? Ich will das gar nicht absprechen, aber wir haben vorhin die negative Seite gesehen. Und jetzt haben wir wieder eine positive Seite gesehen, finde ich zumindest. News mitgebracht, allerdings müssen die schnell weg, denn bei der Hitze halten die gar nicht lang. Also fangen wir direkt an und zwar mit Dr. Disrespect. Ein weiterer Fall aus der Reihe, Influencer haben Dreck am Start. Ach ja. Guy Beam, wie Dr. Disrespect im wahren Leben heißt, ist mit knapp 5 Millionen Followern allein auf YouTube einer der weltweit erfolgreichsten Content-Creator im Gaming-Bereich. Umso erstaunlicher war es, dass er im Jahr 2020 plötzlich von Twitch gebannt wurde, mit dem Grund... Der hat irgendwie mit einer 17-Jährigen da rumgeschrieben, ne? Irgendwie war da was und das war irgendwie zu dem Zeitraum, wo er sich von seiner Frau getrennt hat und irgendwie so eine Geschichte. Und gegen die Richtlinien der Plattform verstoßen zu haben. Die Details wurden erst jetzt bekannt. Am vergangenen Samstag ließ ein ehemaliger Angestellter von Twitch via X verlauten, dass Beam wegen Sexting mit einer Minderjährigen per Twitch Whisper Chat gebannt worden wäre. Auch ein Bericht von The Verge bestätigte die Vorwürfe mit einer weiteren internen Quelle von Twitch. Am Montag darauf veröffentlichte das von Beam mitgegründete Entwicklungsstudio Midnight Society ein Statement, dass man sich von ihm trennen werde. Auch Deals mit den San Francisco 49ers, der NBA 2K-Reihe und Turtle Beach wurden laut Berichten aufgekündigt. Am selben Tag kündigte Beam an, erstmal eine längere Auszeit nehmen zu wollen, gab als Grund... Entweder das Jazzy Boy oder jemand hat gesnitcht. Also, gut, werden wahrscheinlich nicht viele gewusst haben. Vielleicht die Dame selbst, keine Ahnung, vielleicht wollte dem eins auswischen. Ich weiß ja nicht, was dahinter steckt. Aber es ist schon komisch, dass das dann erst Jahre später dann noch von Twitch veröffentlicht wird, also beziehungsweise von einem Ex-Mitarbeiter, ne? Weiß nicht, ob das dann auch unbedingt jetzt notwendig war, Jahre später. Also, er hat ja eigentlich schon genug wahrscheinlich eingebüßt, indem er von Twitch gesperrt wurde, permanent. Dass man da noch so nachtreten muss, finde ich eigentlich nicht so gut. Andererseits ist natürlich auch, vielleicht besser, wenn man es ans Tageslicht bringt, damit es vielleicht weniger vorkommt. Muss ja auch wirklich nicht sein. Ich weiß nicht, wie alt er ist, aber mit einer 17-Jährigen da zu sexten, wie man es nennt, muss ja wirklich nicht sein. Aber nicht die Vorwürfe gegen ihn an, sondern dass er müde und ausgebrannt sei. But I'm just feeling burnt out, I think. You know?
Einen Tag später folgte dann aber ein Statement auf X, in dem er auf die Vorwürfe einging. Die Nachrichten sollen von 2017 stammen und tatsächlich an eine Minderjährige gerichtet gewesen sein. Laut Beam seien sie aber nicht strafrechtlich relevant und lediglich, Zitat, unangebracht. Wegen einem Rechtsstreit mit Amazon habe man sich dazu bislang nicht äußern können. Neben einer Entschuldigung für sein Verhalten kündigte er aber im gleichen Atemzug auch an, zurückzukehren. Ja, ist so ein Ding, ne? Also dieses Sexting, also wenn die halt erotisch miteinander geschrieben haben, das ist ja an sich jetzt nicht so strafbar. Es ist bestimmt moralisch verwerflich, ne? Klar. Ich kann verstehen, dass er da versucht, dagegen anzugehen, weil er hat sich ja nicht so richtig strafbar gemacht. Also so wie ich das mitbekommen habe, haben die sich ja nie getroffen, die haben keine Bilder oder sonst was geschickt, die haben halt nur auf so eine Art getextet, ne? Weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist, dass man dann von der Plattform geschmissen wird. Oder war er wirklich so doof und die haben wirklich per Twitch-Whisper das sich ausgetauscht? Aber das wäre ja wirklich auch dumm von ihm, oder? Also, keine Ahnung. Ist halt ein bisschen seltsam, dass Twitch darauf reagiert. Aber gut, 2017, da war Twitch auch noch viel strenger. Mittlerweile ist denen vieles mehr egal und der ganze Supportkreis von Twitch ist auch größtenteils entlassen worden, um Geld zu sparen. Also mittlerweile fahren die da eine ganz andere Nummer, wie noch vor 6-7 Jahren. Ein großer Unterschied mittlerweile. Sieht man ja auch an den Richtlinien, an den TOS, was sie mittlerweile alles durchgehen lassen, was vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen wäre, ne? Zurückkehren kann man dank des DLCs Shadow of the Erdtree auch bei Elden Ring. Allerdings sind nicht alle zufrieden, wie sie dort begrüßt werden. Der Schwierigkeitsgrad der Erweiterung wird momentan heiß diskutiert. Während der DLC bei Metacritic mit 95%... Haben wir ja gestern schon drüber geredet, ne? Liegt halt, wie ich schon sagte, daran, dass Elden Ring ziemlich an den Mainstream angekommen ist und die ganzen Mainstream-Casual-Leute sind da ein bisschen überfordert und da kommen dann halt die negativen Bewertungen, weil sie es nicht gewohnt sind, dass ein DLC so schwer sein muss, wenn doch das Grundspiel schaffbar war. Was soll denn das jetzt? Aber das ist halt schon immer FromSoft gewesen. Also, haben wir ja gestern zu Genüge schon besprochen. Als bestbewerteter DLC aller Zeiten gehandelt wird, sank der User-Score bei Steam bis auf ausgeglichen ab. Grund dafür sei der Schwierigkeitsgrad der Bosse im Spiel, den viele als unverhältnismäßig hoch und unfair, selbst für From-Software-Verhältnisse, bezeichnen. Im Zuge des Review-Bombings äußerte sich unter anderem auch Johan Pilestedt, ehemaliger CEO von Helldivers 2 Studio Arrowhead Games, zu der Thematik und Ich bleib dabei, dass die Dark Souls 3 Bosse gemeiner waren. Das Einzige, was man rein... Das Einzige, was man vielleicht kritisieren kann, ist, dass gewöhnliche Gegner, also Pipi-Gegner, ganz kleine Gegner, dass die dir die Hälfte deiner Leben abziehen mit einem Schlag. Das würde ich kritisieren, aber die Bosse gehen voll klar. Betonte, dass ein Spiel für alle ein Spiel für niemanden wäre und dass sich ein Spiel immer an eine bestimmte Zielgruppe richten müsse. Die Vielfältigkeit in der Videospiellandschaft sei ein wichtiges Gut. Ähnlich äußerte sich auch From-Software-Chef Miyazaki selbst in einem Interview mit dem Guardian. Das Überwinden von Hürden sei ein essentieller Bestandteil der Spielerfahrung. Diesen so weit runterzuschrauben, dass das Spiel für jeden zugänglich werde, würde das Spiel zerstören, so Miyazaki. Zumindest der Anfang des DLCs könnte aber durch das neue Update etwas leichter werden, da die Statusboni durch die Segen des Kadu-Baums etwas nach oben geschraubt wurden. Was haltet ihr... Ist aber auch ohne schaffbar, ich hab's bewiesen. Ihr denn von... Und wenn ich das schaffe, ne, dann schafft das eigentlich jeder. Elden Ring DLC. Ist er jetzt zu schwer oder nicht? Schreibt eure Einschätzung gerne mal in die Kommis. Und während ihr so fleißig... Also wenn es Pool-Streams geben darf, wo Links verlinkt und explizite Seiten, hätte man das auch verzeihen können von Twitch. Ja, eben. Mittlerweile würden die da überhaupt nichts mehr machen. Ne? Aber 2017 war das noch ganz anders. Da hatten die noch ganz andere Prinzipien. Mittlerweile sehen die halt auch nur noch Geld. Keine Ahnung, also früher... Vor 6-7 Jahren durftest du nicht mal Männernippel zeigen oder Füße. War alles schon zu viel für Twitch. Mittlerweile, ja, siehst du jeden zweiten Stream halbnackt im Pool sitzen. Also, haben sich ein bisschen verändert. Ja, nur ein bisschen. Ich meine, selbst sowas wie Casino ist teilweise erlaubt worden. Also, kannst du dir nicht ausdenken. Tippt geht's jetzt hier weiter mit fixen News. Und zwar im Ticker. Alle Jahre wieder.
Die diesjährige Gamescom muss ohne Sony und Nintendo auskommen. Beide Firmen erteilen der Messe eine Absage, was wohl ebenfalls gegen eine zeitnahe Enthüllung von PS5 Pro und Switch 2 spricht. Xbox kündigte allerdings an, auf der Gamescom mit ihrem bislang größten Stand an den Start zu gehen. Jetzt wird's ernst. Wie die Europäische Kommission bekannt gab, leitet die EU ein Verfahren gegen Apple ein. Untersucht werde, ob der App Store genug Möglichkeiten biete, auf Angebote außerhalb der eigenen Plattform hinzuweisen. Sollte sich herausstellen, dass Apple gegen Wettbewerbsrichtlinien verstößt, könnte das hohe Strafzahlungen nach sich ziehen. Und Cut! Steam bekommt ein neues Feature zum Aufnehmen von Ingame-Clips. Das Recording-Tool soll mit jedem Steam-Spiel funktionieren und auch auf dem Steam Deck nutzbar sein. Aktuell kann das Feature bereits in der Beta-Version getestet werden. Okay. Fatality. Ein bekannter Dataminer namens Interloco will in den Files von Mortal Kombat 1 Hinweise auf 6 Neuzugänge im Kämpfer-Lineup gefunden haben. Demnach seien Cyrex, Noob Saibot, Sektor, Ghostface aus der Scream-Reihe, Conan der Barbar und der T-1000 aus Terminator 2 geplant. Okay, was für eine wilde Mischung. Zurück von den Toten. Das 2006 für die Xbox 360 erschienene Dead Rising wird ein Remake bekommen. Das verkündete Capcom zusammen mit ersten Bildern. In Deutschland ist das Spiel bis auf eine Remastered-Version von 2016 nie offiziell erschienen und war bis 2017 sogar offiziell beschlagnahmt. Mhm. So, das war's dann auch schon wieder mit den News für diese Woche. Ich gehe mir jetzt eine Wassermelone kaufen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Krogi. Mario hat's eigentlich ziemlich gut. Der darf auf sonnige Urlaubsinseln, in spannende Großstädte oder sogar ins Weltall reisen. Und sein Bruder Luigi muss sich derweil in einer Gruselvilla mit Geistern rumschlagen. Ja, Mann. Und zwar Luigi. In Luigi's Mansion 2, welches damals exklusiv für den 3DS erschienen ist und jetzt ein HD-Remaster bekommt. Ob der einsame grüne Ghostbuster auch auf der Switch die Nerven behält, verrät euch unser Luigi-Experte Matthias. Und vielleicht darf er dann bald auch mal ein Abenteuer am Strand erleben. Matthias oder Luigi? Beide. Zusammen? Weiter entfernt von einem Strandabend. Ja, ich mag die Reihe, auch wenn ich irgendwie nur den ersten Teil bisher gespielt habe, aber die anderen sehen auch smart aus. Also, Luigi Mansion ist schon cute. Abenteuer könnte Luigi's Mansion 2 HD eigentlich wirklich kaum sein. Im gruseligen Nachtschattental prangt statt der Sonne ausschließlich der sogenannte Finstermond am Firmament und sorgt dafür, dass die ortsansässigen Geister ziemlich entspannt und freundlich sind. Als er allerdings von King Boo zerbrochen wird, schickt Professor Igitt den länglicheren der beiden Mario-Brüder auf die Suche nach dessen Bruchteilen. Ja, das ist so ein schöner Humor, das Game, ne? Also statt Schwitzen am Meer ist für Luigi eher Bibbern in verlassenen Villen angesagt. Und dort müssen allerlei bunte Geister entdeckt und eingesaugt werden. Sie unterscheiden sich dabei in Form, Farbe und Ausstattung. Das grundsätzliche Vorgehen bleibt aber bei allen Geistern gleich. Mit der Taschenlampe anleuchten und dann immer kräftig einsaugen. Hier und da müssen eventuell noch schützende Sonnenbrillen aus dem Gesicht geholt oder andere Ausrüstung umgangen werden. Viel abwechslungsreicher als das wird es allerdings kaum. Eine Herausforderung stellt es eigentlich auch nur dann dar, wenn Luigi nicht das macht, was man von ihm möchte. Gerade im Eifer des Gefechts gegen mehrere Gegner gleichzeitig fällt es schwer, präzise seine Lichtblitze oder das Sauggerät einzusetzen. Die neue Bewegungssteuerung der Switch hilft da auch nicht wirklich. Wir hatten nur selten das Gefühl, wirklich Kontrolle über das Verhalten des verängstigten Geisterjägers zu haben. Das kann natürlich zum Konzept gehören, fühlte sich für uns aber bisweilen. Teil 2 hatte nicht mehr ein großes Haus, sondern eher kleine Level, weil es ja eigentlich für ein 3DS war. Ah, okay, schade eigentlich. Also gerade das Haus erkunden hat halt Spaß gemacht, ne? Kleine Level, Eher nervig und hakelig an. Trotzdem macht das Gameplay die meiste Zeit Spaß und auch abseits der eigentlichen Geisterjagd läuft man gerne durch die 5 verschiedenen Villen und saugt, was das Zeug hält. Ich saug dir alles weg, sogar dein Staubsauger. Überall sind mindestens 5 versteckt und der Schreckweg 0915 macht vor keiner davon Halt. Dabei ist er nicht ganz so gesprächig wie sein Vorgänger, der Dreckweg 0817, aber das Quatschen übernimmt sowieso ein anderer. Gerade am Anfang ruft immer wieder Professor Igitt an und stört den Spielfluss. Jeder einzelne Abschnitt wird von ihm kommentiert und jeder noch so offensichtliche nächste Schritt aufgezeigt. Selbst Luigi macht den Eindruck, dass alles auf der Welt spannender ist, als sich das Gebrabbel anzuhören. Oh. Hello? Ja, okay, das ist natürlich nicht so geil. Ciao.
Insgesamt gibt es aber allein deshalb schon viele Unterbrechungen, weil Luigi's Mansion 2, anders als die anderen Teile der Reihe, missionsbasiert aufgebaut ist. Anstatt einen Bereich in Ruhe und ausführlich zu entgeistern, sind die einzelnen Villen in Missionen eingeteilt, an deren Ende auch bewertet wird, wie erfolgreich man sie abgeschlossen hat, gemessen an Werten wie Einsatzzeit oder eingestecktem Schaden. Ja, okay, das sind so Sachen, ja gut, das ist, finde ich, nicht so gut, also tatsächlich mit Missionssystem und... Das wusste ich nicht. Ich dachte, es ist so wie der erste. Das hilft zwar nicht beim Thema Spielfluss und Atmosphäre, steigert aber den Wiederspielwert enorm, da man selten beim ersten Durchlauf die Bestnote einheimst. Und manche... Ja, das Ding ist nur, dass mir solche Bestnoten immer relativ scheißegal sind. Ne? Es ist mir so egal, auf welchem Rang oder mit welcher Note ich ein Level abschließe. Darum geht es mir gar nicht. Also für mich ist es kein Wiederspielwert. Geheimnisse auch erst später entdeckt werden können, wenn Luigis Ausrüstung aufgebessert wurde. Wenn man neben dem Komplettieren der Story und der Jagd nach allen Geheimnissen noch nicht genug von der Geisterjagd hat, bietet Luigi's Mansion 2 mit dem Wirrwarr-Turm noch einen Multiplayer-Modus. Mit bis zu 3 Mitspielern kann man 3 verschiedene Spielmodi angehen und zum Beispiel auf Zeit möglichst viele Etagen des Turms erkunden. Die Runden sind sehr kurzweilig und können auch wirklich anspruchsvoll werden. Gute Koordination ist dabei enorm wichtig, was leider auch enorm schwerfällt, da es natürlich kein Voice-Chat und gerade mal 4 voreingestellte Emotes gibt, über die jegliche Kommunikation ablaufen muss. Help, help. Help, help. Oh Gott. Und falls ihr euch denkt, dann lieber gemeinsam auf einer Couch loszuziehen, brauchen schon alle Mitspielerinnen und Mitspieler ihre eigene Switch und ihr eigenes Exemplar des Spiels, denn einen Splitscreen-Modus gibt es nicht. Gutes Couch-Koop geht leider anders. Oh. Immerhin lassen sich diesmal auch Partien mit Nicht-Freunden suchen, was die tatsächliche Chance auf zustande kommende Multiplayer-Runden drastisch erhöht. So oder so wird sich aber eh niemand das Spiel wegen seinem Multiplayer-Modus zulegen. Ob man es wegen dem Singleplayer-Modus machen sollte, hängt von der Erwartungshaltung ab. Man merkt dem Spiel hier und da an, dass es eben nur für den 3DS entwickelt wurde und Erstlingsgeisterjägern würden wir sicherlich eher den dritten Teil empfehlen. Wer die anderen Solo-Abenteuer von Luigi allerdings schon gemeistert und die gut 50 bis 60 Euro locker hat, macht auch mit der HD-Version des zweiten. Boah, dann gleich wieder 50 bis 60 Euro, ne? Für so ein Remake. Naja. Dritte war schon wieder besser mit dem Hotel. Kam der dritte dann, für was kam der dann ursprünglich raus? Switch oder noch Wii? Aber ja, glaube ich. Wenn das, muss man sagen, wenn das halt auf dem Handheld so war, ne? Da konnten sie das wahrscheinlich nicht umsetzen mit einem großen Haus und deswegen dieses Mission-Level-System. Ja, gut. Teils nichts verkehrt. Keine fetten AAA-Bretter weit und breit, Esther. Was sollen wir denn jetzt zocken? Ja, jetzt beruhig dich. Ist doch alles gut. Ich meine, dann hat man diesen Sommer wenigstens Zeit, sich Spielen mit weniger Marketingbudget zu widmen und sie nicht nur immer auf der Steam-Wunschliste versauern zu lassen. Davon gibt's nämlich einige. Gott sei Dank haben wir da genau die richtige Rubrik, um die Auswahl zu erleichtern. Nämlich... Du weißt den Namen der Rubrik, oder? Natürlich weiß ich den Namen. Das ist mein erstes Rodeo. Viel Spaß beim Nicht auf dem Schirm. Das klingt irgendwie falsch. Unter dem Radar. Wir sind uns, heißt so. Okay. Matrose, wie konnten Sie die ganzen Spülschmerzgranaten übersehen? Die hatte ich nicht auf dem Schirm. Nicht auf dem Schirm. Diesmal haben wir eine richtig bunte Tüte mit dabei. Wir haben Pixeliges, wir haben Realistisches, wir haben Krabbeliges, wir haben Sammelkartiges. Tja, womit fangen wir denn da an? Ich würde sagen, mit was Niedlichem. Little Kitty Big City. Ihr seid eine schwarze Katze. Das ist ein Game Pass. Katze, die beim Chillen von ihrer Fensterbank rutscht und mehrere Stockwerke hinab auf die Straße plumpst. Ihr könntet nun versuchen, wieder hinauf in die Wohnung zu klettern, aber dafür seid ihr viel zu schwach. Und deswegen ist es nun euer Job, Stärken den Fisch zu finden und damit eure Kletterfähigkeiten zu steigern. Auf eurer Fischsuche merkt ihr schnell, dass selbst Kleinigkeiten wie Pfützen oder freche Shiba Inus unüberwindbare Hindernisse darstellen. Und das zwingt Arme euch, alternative Katze. Wege zu finden. Zum Beispiel über gestapelte Kisten hinweg oder durch kleine Mauerlöcher hindurch. Unterwegs trefft ihr andere Tiere, die euch Aufträge geben. Der Rabe. Die Katze im Obstladen kann den Anblick der Marmeladengläser nicht ertragen und bittet euch, sie runterzuschubsen. Der Social-Media-süchtige Käfer auf der Baustelle hat sein Handy in den Beton fallen lassen und fragt euch, ihm ein neues zu besorgen. Und der Tanuki kann euch ein Schnellreisesystem durch die Kanalisation anbieten, will dafür aber Vogelfedern haben und die zu bekommen ist gar nicht so einfach. Am besten luchst ihr einem Passanten sein Sandwich ab und benutzt dieses dann als Vogelköder.
Im Zuge dieser Aufgaben erhaltet ihr ab und an mal einen Fisch. Und durch eure verbesserten Kletterfähigkeiten eröffnen sich dann neue Abschnitte der Stadt. Garniert wird das Ganze mit optionalen Sammelaufgaben Fischte. Zum Abhaken, was den... Ja, ist ganz knuffig, ne? Aber ich glaube, wenn man Stray gespielt hat, dann ist man ein bisschen verwöhnt, ne? Es ist aber halt, ja, knuffig, hübsch und so. Ich hätte lieber ein Stray 2, sagen wir es mal so. Verstanden, zack, kommt wieder was Neues dazu. Ja, das ist Standard bei Baden Kaitos. Da kommt immer wieder was Neues dazu. Und ich lieb's. Den Erkundungsanreiz noch weiter steigert. Abgesehen von den etwas zu ausführlichen Dialogen kann man Little Kitty Big City wenig ankreiden. Es ist ein sehr sympathisches Feel-Good-Game mit einem angenehmen Mix aus Exploration, Platforming und originellen Minimissionen. Vor allem Katzenfans sollten diesen Schmusetitel nicht ignorieren. Bevor wir jetzt vor laut... Ja, wäre eigentlich mal was so für zwischendurch mal spielen, ne? Aber wir machen ja im Oktober 12-Stunden-Streams, bis zu 4 Stück maximal. Ah, da macht man ja nur Horror. Also Cozy Games, dafür habe ich gerade keinen Platz, ehrlich gesagt. Andere Niedlichkeit, die Action-Fans verlieren, machen wir weiter mit Bodycam. Der kompetitive Shooter hat es kürzlich zum Early Access Release geschafft und er ist aus zwei Gründen interessant. Zum einen wäre da die namensgebende Bodycam-Ästhetik, die der Ballerei einen sehr realistischen Look gibt und so die Immersion fördert. Zum anderen ist da die Tatsache, dass dieser Titel von zwei jungen Franzosen entwickelt wurde, die gerade mal 20 und 17 Jahre alt sind. Merkt man vielleicht auch ein bisschen an der Menümusik. Okay. Aber wir wollen nicht gemein sein, im Gegenteil. Wir sind positiv überrascht, wie gut Bodycam funktioniert. Trotz der stark gewölbten Wackelkamera und der Abwesenheit von On-Screen-Anzeigen lässt sich das richtig intuitiv spielen. Die Grafik ist richtig gut, oder? Das sieht ja fast fotorealistisch aus zum Teil. Zumindest wenn ihr vorsichtig vorgeht, denn die Time to Kill ist hier ultra kurz. Soll heißen, bei den meisten eurer Bildschirmtode werdet ihr nicht mal annähernd wissen, woher die Schüsse kamen. Ja, gut. Daher solltet ihr die Umgebung sehr genau beobachten und euch möglichst wenig exponieren und bestenfalls auch unnötige Geräusche vermeiden. Gerade wenn in einem Team Deathmatch nur noch wenige Spieler übrig sind und Feuergefechte seltener werden, müsst ihr euch zunehmend auf euer Gehör verlassen. Echt spannend. Trotzdem muss man die Kirche im Dorf lassen. Als Early Access Version für gut 30 Euro ist Bodycam noch recht mager ausgestattet. 3 Spielmodi und 6 Maps können sich schnell totlaufen. Geschmackssache ist auch, dass die Bewaffnung vor einem Match zufällig... ihr noch freischalten müsst. Genau, im September könnt ihr die freischalten. Den ganzen September habt ihr dafür Zeit. Maximal 4 Stück als kleine Finanzierungshilfe für die Oktoberspiele, weil das wird nicht wenig, wenn wir den ganzen Monat da voll stoppen. Und damit wir auch alles dann schön durchkriegen, haben wir dann natürlich auch noch die Spielzeit, die wir dann wahrscheinlich jeden Samstag machen, also 4 Samstage maximal. Deswegen auch das Maximum. Weil ich will nicht wieder, wie das letzte Mal, 20 nachträglich übers Jahr euch nachliefern müssen. Nee, das mache ich nicht mehr. Deswegen ist es schön limitiert und dann haben wir im Herbst unseren Spaß und dann ist auch wieder gut für ein Jahr. Festgelegt und für alle gleich ist. Zumindest eine Option für individuelle Loadouts wäre nett gewesen. Und über die vielen dunklen Ecken der Maps kann man ebenfalls streiten, denn die verleiten zum feigen Camping, was weder für die aktiven noch für zuschauende Leute sonderlich spannend ist. In seinem aktuellen Zustand ist Bodycam kaum mehr als ein Proof of Concept. Zwar hat der Shooter ein großes Spaßpotenzial, aber für die längerfristige Motivation fehlt noch viel Inhalt und Feinschliff. Daher können wir den Titel momentan nur denjenigen empfehlen, die die Entwicklung dieses durchaus vielversprechenden Projekts aktiv mitverfolgen wollen. Ich nicht. Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem. Ameisen. Empires of the Undergrowth ist ein Echtzeitstrategiespiel, in dem ihr Ameisenvölkern dabei helft, sich in einer gnadenlosen Insektenwelt zu behaupten. Zu Beginn besteht ein Volk nur aus einer eierlegenden Königin und einer Handvoll Arbeiterinnen. Letztere schickt ihr zu Grabungsarbeiten, um Nahrung zu sammeln, Futterkammern anzulegen und Brutstätten einzurichten. Neben Arbeiterinnen solltet ihr aber auch Soldatinnen aufziehen, denn schließlich lauern im Erdreich krabbelige Gefahren, vor denen ihr eure Königin beschützen müsst. The Queen is in imminent danger. Interessant ist die Aufteilung der Kampagne in zwei Ebenen.
In der Hauptebene hegt und pflegt ihr eine Ameisenkolonie in einem Formikarium, dessen Treiben von einem Forscherpärchen aus dem Off kommentiert wird. I see the queen has taken well to her new home. It's fascinating. Wann immer ihr Lust habt, aktiviert ihr Herausforderungen, die vom Formikarium entkoppelt sind und in denen ihr eine andere Kolonie in freier Natur kommandiert. Hier müsst ihr dann bestimmte Bedingungen erfüllen, wie etwa die Beseitigung aller Feinde oder die Flucht vor steigendem Wasser. Die Belohnungen aus diesen Missionen kommen dann aber wieder eurer Hauptkolonie zugute. Neben Nahrung und mehr Territoriumskapazität ist besonders das Gelee interessant, denn mit dem verbessert ihr die Fähigkeiten eurer Ameisen oder schaltet neue Arten frei. Säurespritzende Mörserameisen? Immer her damit! Sobald ihr eure Kolonie dann auf diese Weise gestärkt habt, ist es Zeit für ein Experiment im Formikarium. Was so viel heißt wie, die beiden Forscher schicken euren Schützlingen feindliches Getier in den Bau und laben sich an ihrem Leid. Whoops, I seem to have dropped my beetles. I hope they don't harm the little ants. Empires of the Undergrowth hat einen motivierenden Gameplay-Loop, trifft die Mitte zwischen Zugänglichkeit und Tiefe und es fühlt sich an wie eine Mischung aus Pikmin und Dungeon Keeper. Mit dem kleinen Unterschied, dass hier alles ein bisschen ekliger aussieht. Ja. Achtung, Spinne! Aber ja. Das dachte ich mir schon die ganze Zeit, ist einfach nur eklig. Aber gut, ich und Insekten, na, da hört es halt bei mir auf. Die Beschreibung, was bei euch klingeln lässt, probiert diesen Strategiekrabbler gerne mal aus. Perhaps we can provide more of a challenge for them next time. Strategisches Vorgehen ist auch bei Zetzillions vonnöten, denn das ist ein Deckbuilder-Roguelike nach dem Vorbild eines Slay the Spire. Grob erklärt heißt das, ist schon eher was für mich. Ihr bestreitet mit eurem zufällig gemischten Kartendeck rundenbasierte Kämpfe und bewegt euch dazwischen auf verschiedenen Routen zu weiteren Herausforderungen und Events. Stets im Auge behalten müsst ihr eure Lebensenergie, denn die wird zwischen den Fights nicht aufgefüllt und bei Null ist der Run zu Ende. Je besser es euch also gelingt, eure Gesundheit zu schützen, desto weiter kommt ihr. Roguelike eben. Zetzillions bietet aber auch ein paar spielerische Besonderheiten. Zum einen wäre da die Mechanik der Bevölkerungsangriffe. Feinde mit Bevölkerung zu beschießen, fügt ihnen zwar zunächst keinen Schaden zu, ist aber ein Faktor für die Effektivität von nachfolgenden Fleischangriffen. Ein weiteres Spezialfeature ist die Kartenfusion. Viele Karten könnt ihr miteinander verschmelzen und so immer wieder neue Mischkarten finden. Oh. Und dann ist da noch die freiere Routenplanung. Denn anstatt dass der Weg immer nur in eine Himmelsrichtung begehbar ist, so wie bei dem Genre üblich, könnt ihr euch hier ziemlich frei über die Karte bewegen. Das ist hoch, gut. Runter, vor, zurück. Es liegt ganz bei euch, wie viele Knotenpunkte ihr abklappert, bevor ihr euch zum Boss wagt. Tja, und so viel mehr muss man gar nicht sagen. Da Zetzillions auf einem bewährten Konzept aufbaut, geht es kein großes Risiko ein. Es ist sozusagen von Natur aus schon recht spaßig. Doch durch kleine Innovationen, die in erster Linie eure taktischen Möglichkeiten erhöhen, bringt es frischen Wind ins Genre. Und deswegen ist es für Freunde des Deckbuildings eine lohnende Anschaffung. Für 10 Euro seid ihr dabei. Oh. Aber wisst ihr, was ihr für nur 5 Euro... Für einen 10er ist das gut. Also man kriegt halt genau das, was man erwartet, ne? Muss natürlich Fan des Genres sein. Also ich mag das. Auch wenn es so ein bisschen Sci-Fi-Setting ist, aber sieht hübsch aus, doch. Mehr bekommt unseren Unterhund des Monats. Underdog. Scald Against the Black Priory ist ein urklassisches Rollenspiel, das sich mit seinem muckeligen 8-Bit-Look vor allem an die Generation X und Y richtet. Bereits der Titelbildschirm mit seiner Musik wird alte Säcke instant zurück in die Kindheit blasen. In der Rolle eines Söldners müsst ihr die Tochter eures Lords retten, die als vermisst gilt und die sich auf der Insel Idra befinden soll. Doch etwas Dunkles ist über diese Insel gekommen. Die meisten Menschen sind fort, Tiere sind zu grotesken Monstern mutiert und in alten Brunnen entdeckt ihr fleischige, pulsierende Wucherungen. H.P. Lovecraft lässt grüßen. Scald ruft aufgrund seiner tiefgehenden Rollenspielmechaniken Erinnerungen an Baldur's Gate 3 wach. Kämpfe laufen rundenbasiert ab, diverse Aktionen wie Klettern oder Schlösserknacken sind an Würfelproben geknüpft. Umgebungslicht beeinflusst sowohl eure... Wenn es das Game nur auf Deutsch gäbe, hätte ich mir auch gedacht, ja. Es ist mir zwar grafisch ein Ticken zu alt gemacht, also... Ah, die Grafik fällt... Ist mir ein Tick zu alt, so... Eine kleine Generation höher hätte mir vielleicht deutlich mehr gefallen. Ich mag zum Beispiel, wenn ich das hier so sehe... Ich mag das, wo man in so Dungeons in der schon in dieser alten 3D-Sicht ist und wenn man dann die Pfeile links, rechts drückt, dass er dann so eine Vierteldrehung macht und so und dass man dann auf die Art den Dungeon
sich und dass man den untersucht und so und Gegner macht, das fand ich schon ansprechender. Das hier, das, ich weiß nicht, so spricht mich nicht ganz an, aber es hat auf jeden Fall schöne alte Tugenden, ne? Wahrnehmung als auch eure Sichtbarkeit und sogar Crafting ist mit an Bord. Wer für die Rast nicht genug Nahrung hergestellt hat, muss am nächsten Morgen mit geschwächten Partymitgliedern klarkommen. Skald richtet sich also eher an Fans von Hardcore-Rollenspielen mit Tabletop-artigen Regelwerken. Doch dank der individuell anpassbaren Schwierigkeitsparameter kommen auch bequeme Naturen in den Genuss dieses stimmungsvollen Abenteuers. Was ihr jedoch bedenken solltet, ist die Tatsache, dass sowohl das Lesen der Texte als auch das bloße Betrachten einiger Gebiete etwas anstrengend sein kann. Immerhin gibt es eine Highlight-Funktion für interaktive Objekte sowie eine Auswahl an Schriftart-Optionen. Und beides mildert das Lesbarkeitsproblem zumindest ein bisschen. Skald hat Charme, ist halt Amiga-Klassik. Mhm. Sehr viel Text. Ja, ich mag ja viel Text, aber ich mag es nicht auf Englisch. Aber schaut mal, ich finde das jetzt halt grafisch super anstrengend. Gerade wenn man sich das mal so ein Screenshot anschaut. Weiß nicht, das also das könnte ich nicht lang spielen irgendwie. Doch selbst ohne diese Helferlein würden wir eine Empfehlung aussprechen. Skald Against the Black Priory ist ein hervorragender Mix aus Dark Fantasy und... Sowas ist wieder schön da mit den Bildern, das gefällt mir wiederum. Cosmic Horror garniert mit einem modernen, vielschichtigen Spielablauf und ganz viel 80er-Jahre-Flair. Wenn die Kids aus Stranger Things nicht Dungeons & Dragons spielen würden, dann säßen sie vor einem klobigen Heimcomputer, auf dem Skald läuft. Garin. Gut, ich muss auch sagen, dass ich halt damals keinen PC hatte. Ich habe die Ära nicht so wirklich mitbekommen. Ne? Ich war halt damals wirklich nur auf NES, auf Super Nintendo und so weiter. Meine PC-Zeit kam deutlich später. Ja gut, was heißt deutlich später? So mit Mitte 90er dann halt. Da war das wahrscheinlich schon wieder zu alt. Garantiert. Okay, Max. Du willst den Fall lösen? Ich falle. Den Fall, den löst. Okay, ja. Ja, sehr schön. War eine gute Folge. Vor allem letzteres hat mir wieder gefallen. Ja, nächste React-Parts sind dann ab Dienstag wieder. Am Montag kein React. Da starten wir gleich rein in die Einzelwünsche.